bisschen müde vom Schlafen. Das Zelt steht hier. Das ist übrigens unser Platz. Wie unglaublich riesig für 10 Euro. Hund fühlt sich natürlich pudelwohl. Mein Zelt stand den ganzen Morgen richtig schön im Schatten. Das heißt, ich habe einfach mal bis 9:30 geschlafen. Ja, die Autobahn. Also ich höre vor allem den Wind. Die Autobahn ist allemals als kleines Rauschen im Hintergrund wahrzunehmen. Dafür war es hier mal wirklich richtig entspannt. Ich hatte es gestern Morgen halt so, dass ich um 6 Uhr das erste Mal wach wurde, weil meine ersten Nachbarn ihre Zelte abgebaut haben. Naja, wenn man im Zelt schläft, wenn der erste Reißverschluss geht, das kennt ihr vielleicht, dann ist man halt wach. Oder zumindest danach noch im Halbschlaf. Ja, heute richtig, richtig ausgeruht. Da, apropos ausgeruht, ne? So geht's dem schon die ganze Zeit hier. Hier gibt es gleich noch mal ein bisschen Kaffee, beziehungsweise den gab es schon die ganze Zeit. Ein bisschen was ist auch drin. Gott sei Dank wieder Gas und warmen, heißen Kaffee. Ja, dann bauen wir hier gleich ab. Dann geht es zum Supermarkt. Das gleiche Spiel wie jeden Tag. Ein bisschen die Ressourcen auffüllen. Die Nudel ist alle, das Hundefutter ist alle. Eigentlich ist alles alle. Ja, dann sind es noch heute knappe 120 Kilometer bis Amsterdam. Werde ich natürlich nicht heute fahren, sondern wahrscheinlich in 2 Etappen. Almara heißt der Ort, muss ich nochmal gucken. Das könnte das Tagesziel werden, aber davor gibt es auch nochmal einen Ort. Ja, hoffen wir mal, dass wir wieder so eine schöne Übernachtungsmöglichkeit finden, weil, also da bin ich ganz ehrlich, ne, für 10 Euro einen vernünftigen Campingplatz zu haben, es ist schon toll, wenn man nach einem Tag auf dem Rad eine Dusche abends hat und wenn man einen Platz hat, wo man nicht morgens ab Sonnenaufgang damit rechnen muss, dass irgendwer kommt. Ne? Also wenn ich mal wild campe, dann ist es halt auch so, dass ich nachts oder kurz nach Sonnenuntergang aufbaue und morgens bei Sonnenaufgang eigentlich schon das Fahrrad gepackt habe und auf dem Bock sitze. Und für 10 Euro so ein Platz und die Möglichkeit, das Fahrrad nachzuladen, ist übrigens auch toll. Hier haben wir extra Stationen. Ich kann überhaupt nicht meckern. Ich bin richtig gut erholt. So viel zum Thema K.O.-Kriterium gestern, ihr erinnert euch, die Autobahn und so. Also, ne? Oder, oh, fahr den Weg nicht, der ist so langweilig. Ey, nein, einfach nein. Einfach machen und dann wird es schon gut. Und wenn es kacke wird, dann ist es halt mal kurz kacke. Das ist dann halt so. Ja, und jetzt geht das Abbau-Ritual los. Und jetzt wieder auf den Bock. Wir verlassen Lemmer. Ich werde gerade verfolgt von einem 40-Tonner, aber der verhält sich ganz brav, also wirklich wenig beängstigend. Bleibt schön langsam hinter mir. Also das muss man schon mal sagen, hier in Niederlande kann man super toll Fahrrad fahren. Hier wird Rücksicht genommen. Fahrrad ist hier eigentlich das primäre Verkehrsmittel, so fühlt es sich an. Mega gut. Ja, Navi steht jetzt auf Amsterdam, das wären theoretisch 20 Kilometer ungefähr. Werde ich natürlich heute nicht machen. Allerdings so die Hälfte schätze ich mal, obwohl es jetzt halt auch einfach schon 12 Uhr ist. Ich habe wirklich ganz schön getrödelt heute. Jetzt lassen wir den LKW mal hier vorbei, den guten. Dafür, dass er nicht so lang. Ja, man kann ja auch fair mit dem Wasser umgehen. Das hier rauskriegen. Ich habe übrigens auch rausgefunden, mein Hinterreifen geht's gut. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es. Ich stehe gerade ganz gerade, ja, und das ganze Fahrrad vibriert. Und es vibriert genau im Takt zu dem Hechel. Es ist überhaupt nichts mit dem Rad. Der hat natürlich gestern ein bisschen Luft verloren, weil ich da rumgeprokelt habe. Und ansonsten ist es einfach nur hier mein kleines Hechel, was das ganze Gespann hier zum Vibrieren bringt. Ich merke das richtig, richtig deutlich. Also ich weiß nicht, wie gut der Wackelschutz der Kamera ist, aber ich sehe, wie die Kamera gerade im Takt wackelt. Ja, da geht es jetzt aber auch nicht drum. So, fahren wir hier mal schnell raus. So, hier die Provinz Flevoland. Geht das hier jetzt weiter. Lämmer vorbei. Goodbye, Lemma. Schön war's. Wir fahren Richtung Süden. Der Wind kommt vorwiegend von West. Ich weiß jetzt nicht, ob mit einer nördlichen oder südlichen Komponente. Im Moment stört mich das nicht besonders. Ich trete hier ganz entspannt meine 22 irgendwas bis 25 km/h. Nervt gerade, dass der achte Gang immer wieder rausspringt. Das muss ich nochmal einstellen. Ja, aber ich habe auf die Karte geguckt und rausgefunden,
dass wir so in 10 bis 15 Kilometern so eine 90 Grad Rechtskurve machen und dann fahren wir in diese Richtung. Also alles, was gestern Rückenwind war, wird heute Gegenwind sein. Rechts halten. Es geht jetzt rechts. Und das bedeutet, naja gut, hier sind jetzt erstmal Bäume, hier ist es windgeschützt. Aber ich glaube, wir sind jetzt unten am Zipfel. Nee. Komplett falsch. Irgendwie ist gar nichts passiert. Ihr könnt dieses Video einfach komplett ignorieren. Blödsinn. Nichts ist passiert. Wir sind einfach nur rechts abgebogen und vorher müsste ich hier wohl offensichtlich links gefahren sein. Wie fast jeden Tag das Supermarkt-Essen-Ritual hat einfach den Vorteil, dass wir weniger schleppen müssen, wenn wir das alles... Also bitte, kleiner Hund, kannst dich auch mal schön gedulden. Ja, für mich gibt es so ein Sandwich, okay. Ein Cappuccino und da so ein Smoothie. Und für den Hund gibt's das. Ja. Scheint zu schmecken. Das ist kein Stummfilm, ist mit Ton. Man braucht doch keinen Ton, ne? So langsam klappt das halt einfach. Guck mal, wie entspannt der hier so liegt. Weil er entspannt ist. Daran liegt das. So, die Checkliste vor der Abfahrt. Schon oft genug schief gegangen. So langsam habe ich aus den Fehlern gelernt. Ja, ich habe hier jetzt mal ein bisschen Süßigkeiten. Gerade auch noch vom Holländer hier gerade Dropjes bekommen. Hm, glaube ich, bestehen vor allem aus Zucker. Was ganz geil ist, glaube ich. So, schalten wir die Bude mal an. Hier, was haben wir jetzt auf dem Katacho? 619 Kilometer. Also noch 2200 to go. Dann los geht's. Gucken wir schon wieder. Umkehren. Nichts umkehren. Ich muss da lang. Ich weiß das. Ich muss jetzt da gleich links. Das könnte doch gut werden mit dem Wind heute. Wir fahren jetzt ziemlich genau Richtung Süden. Es ist, naja, 14 Uhr. Aber das wird noch so ganz grob die südliche Richtung sein. Und der Wind kommt jetzt doch mit so 45 Grad von hinten. Das heißt, es ist eher ein Nordwestwind. Und wir fahren eher Richtung Süden. Und das macht das hier natürlich echt entspannt. Also ich trampel hier ganz normal und rolle hier auch teilweise über die 25. Das bedeutet sogar, dass das, was ich dann trampel, den Akku komplett entlastet. Weil der unterstützt mich nur bis 25. Jetzt ist hier mal gerade ein kleiner Hügel, aber selbst das ist kein Riesenproblem. Ja, habe ich mir vielleicht umsonst die Süßigkeiten gekauft? Was mache ich jetzt mit denen? Es wird wieder etwas scenic, nachdem ich jetzt eigentlich gerade so die Fahrradautobahn gefahren bin. Geht es jetzt offensichtlich wieder auf den Deich. Und das Ganze auch für, was hast du gerade gesagt, 6 Kilometer. Ja, dann schauen wir mal, ob wir unsere schlechten Deicherfahrung jetzt mal upgraden können. Ja, und von nun an Sonnenschein, Rückenwind und Deich. Der dritte Versuch, eine wunderschöne Deicherfahrung zu machen. Und ich würde sagen, das könnte was werden. So auf den ersten Blick. Wahnsinn. Geil. Brücke, Wasser, Sonne, Rückenwind, Deich.
ich Schmerzen habe. Man kann es vielleicht sehen am Süßigkeitenvorrat. Der ist, scheiße, zu Boden gegangen. Ich wollte hier eigentlich gerade nur kurz anhalten, weil hier gerade so eine Bataillon Rennradfahrer entgegenkam. Ich wollte ihnen eigentlich nur Platz machen beim Absteigen. Also ich stand schon, bin ich halt hier an dieser scheiß Kante runtergerutscht. Ich bin froh, dass ich die Handschuhe habe. Sonst hätte ich jetzt auf jeden Fall eine offene Hand, das ist ganz sicher. Aber der Knochen tut trotzdem jetzt ein bisschen weh. Keine Sorge, kein Rettungshubschrauber so rufen. Es geht auch schon wieder. Der erste Schmerz, hier ist auch ein bisschen Dreck drauf. Barneys Hänger, ist nichts passiert, nur ist das Fahrrad umgekippt. Aber ich halt auch mit der Hand ganz schön auf dem Asphalt. Also wirklich froh hier. Sowas unbedingt, sowas hier auch. Noch nicht gebraucht, aber hoffen, dass es nicht kommt. Aber für den Fall ist es besser. Ja, jetzt, ich habe mir gerade hier einen Haufen Süßigkeiten reingehauen. Es ist noch richtig gegen den Wind geht. Jetzt ging es wieder links ab. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Rückenwind. Mir ist kotzübel. Mir ist kotzübel von dem Zeug. Ich habe vergessen, dass man davon nicht so viel in sich reinschaut. Nicht die Hand ruckartig bewegen. Nicht gut. Nicht. Aua. Oh, das wird großes Aua. So, da ist eigentlich nur ein kleiner Asphaltabdruck drauf. Ich denke, die Hand kann ich behalten. Die ist auch noch relativ funktionsfähig. Der Hund macht sich ganz süß Sorgen um mich. Ja, gut, erster Unfall überstanden. Solche Kanten in Zukunft. Ich habe es halt nicht gesehen, ne? Mit dem Gras hier. Ich dachte, das geht hier so soft runter. Aber das geht da einfach mal so 2 Meter runter. Das sieht man nur nicht. Naja, gut. Ich würde mal sagen, dieser wunderschöne Ort lädt doch zu einer ausgedehnten Pause ein. Wieso bist denn du schon ausgestiegen? Normalerweise steige ich dich doch aus, ne? Mr. Hund. Warte mal, du musst ein bisschen zurück. Ach, mach doch nicht so dumme Dinge. Warte doch einfach, bis ich dich rauslasse. Passiert sowas auch nicht. Sei frei wie ein Vogel. Trinke den See leer. Ja, hier gibt es auf jeden Fall jetzt mal eine ausgedehnte Pause. Heute gab es noch keine Restaurant-, Kaffee- oder sonst was Pause. Also die Pausen waren immer nur so 10, 15 Minuten. Ich denke mal, ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen hinsetzen. Ich merke es jetzt doch ein bisschen in den Knochen. Aber es waren auch schon heute, naja gut, 50 Kilometer. Gerade eine längere Pause und ja, die Sonne scheint gerade ganz gut. Da gehen jetzt gerade mal jetzt wieder 50, 58 Watt rein oder sind das 50? Gerade habe ich auch 60, muss vielleicht noch mal ein bisschen besser ausrichten. Ich werde jetzt mal den Akku, den wir jetzt gerade benutzt haben, einfach mal in der Zeit, wo wir hier stehen, ein bisschen aufladen. Das Ladeexperiment ist abgeschlossen. Man sieht, glaube ich, mal wieder nichts. Aber ich hatte jetzt die ganze Zeit so 50 Watt Input. Und ja, habe jetzt schon aufgehört zu laden. Auf jeden Fall haben wir hier wieder den dritten Strich. Das war eben nur 2.
Und hier sind noch, das sehe ich jetzt gerade selber nicht. Ach, da ist wieder so ein Displayfehler, irgendwas von 30% noch Rest drin. Das heißt, wir haben jetzt so 15% ungefähr in den Fahrradakku geladen mit Unterstützung der Sonne. Ja, so eine gute Stunde. Ich denke mal, das hat uns jetzt auch wieder 10 Kilometer gebracht. Also als Reichweitenverlängerer funktioniert das auf jeden Fall. Wenn man wirklich den wenn ich beide Akkus voll kriegen wollen würde, müsste ich einen Tag so in der Sonne stehen. Dann funktioniert das. Ja, die Pause werden wir jetzt hier beenden. Hundi darf ein bisschen nebenher laufen. Hier sind jetzt schöne Wege, hier laufen auch viele Wanderer rum. Hier auf dem Handy verifiziert. Man erkennt es. Das soll also tatsächlich Amsterdam sein, der quiekt, weil er da hinten einen Hund gesehen hat. Also das ist Amsterdam, das ist auch gar nicht weit, Luftlinie. Aber man muss natürlich einmal jetzt hier nochmal um Pudding fahren. Ich habe mich jetzt zumindest entschlossen, es zu versuchen. Das ist, wie gesagt, tatsächlich Amsterdam. Es sind jetzt, das ist einfach zu sehen, ich meine, ich sehe es, ich muss hier noch dahin. Es sind jetzt noch 44 Kilometer. Ich habe jetzt Akku 2 aufgesteckt. Akku 1 wird hinten geladen, während ich jetzt fahre, die nächsten 2 Stunden. Schon verlockend, ne?